Hallo zusammen. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Autobahn. Wir fahren den Tesla Model Y Performance. Das Auto hat knapp 440 PS. Ja, einfach zuschauen und genießen. Ihr seht sogar, wir können sogar im Tesla meinen YouTube-Kanal sehen, anschauen. Also hier ist wirklich alles möglich, Internet und. Bin sehr zufrieden mit dem Auto. Viele Verstaumöglichkeiten. Hier kann man auch zwei Handys laden. Wie gesagt, vorhin hatte ich mich versprochen gehabt. Das ganze Auto hat 540 PS ungefähr. 3,7 Sekunden Beschleunigung. Viele Verstaumöglichkeiten sind hier. Ja, das ist wie gesagt geil. Jetzt gehen wir mal um das Auto ringsrum. Naja, den Ton, wie gesagt, muss ich hierzu rausschneiden, weil das ist halt nicht erlaubt. Schöne Scheinwerfer. Von Pirelli, die Reifen. Das Auto ist ringsherum bestückt mit Kameras. Heckspoiler aus Carbon. Das Heck sieht natürlich auch super aus. So, gucken wir mal, wie es hier drin aussieht. Hinten Ablage,
die, wie gesagt, wegmachen kann. Hier unten genug Staumöglichkeit. Das Ganze weiter vorne natürlich auch nochmal. Wie gesagt, Verarbeitung ist auch sehr gut. So, wie sieht es da drin aus? Die Ausstattung macht natürlich keinen schlechten. Schönes Panoramadach. Ja, so sieht das Ganze von vorne aus. Lenkrad, alles elektronisch einstellbar. Sehr viel Platz, muss ich sagen. Also im Gegensatz zu anderen Autos. Preis-Leistungsverhältnis ist angepasst. Aber ich denke mal, Tesla wird seine Preise auch noch anheben. Wir liegen jetzt hier ungefähr bei 70.000 Euro. In der Ausstattungsvariante. Also ich denke mal schon, das Auto kann sich durchaus sehen lassen. Das Ganze könnte man auch über meine Anlage laden, über 230 Volt. Dauert dann aber wahrscheinlich 2 Tage, bis der Speicher voll ist im Auto. Man fährt dann nicht jeden Tag so und so viele Kilometer. Wir stehen hier auf der neuen Messe in Leipzig. Also wir sind auch schon eine ganz schöne Strecke gefahren. Wir kommen aus Berlin, wurden in Berlin hergestellt. Und das war echt ein absolut geiles Erlebnis. Also wer sich ein neues Auto kaufen will, sollte vielleicht doch überlegen, sich sowas zu holen. Ich danke euch fürs Anschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne gebt mir einen Daumen hoch. Na, ihr seht, wie gesagt, noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Na, hier seht ihr, wie gesagt, auch noch ein paar Einstellungen, ein paar technische Daten. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Die Lichtverhältnisse sind nicht gerade optimal. Das sind die ganzen Kameras, die ringsrum sind, wo man wirklich alles einsehen kann.